Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück zu unserem politischen Dialog. Wir haben das letzte Mal mit unserer starken Zentrum erreicht, das erste Mal in eine Regierung zu, also eine Regierung zu stellen mit unserem wunderbaren Jonathan Eckinghaus, der nicht nur einfach jetzt das erste Mal einen Ministerposten von uns stellt, sondern auch das neue, beste Wahlergebnis eingefahren hat. Wir haben hier rechts auch damit unsere Liste erneuert. Ihr seht hier den wunderschönen Herrn Eckinghaus. Das wunderschöne Rekordwahlergebnis von starken 15,85%. Wobei es irgendwie traurig ist, dass man mit 15,85% stärkste Kraft ist und damit den Ministerpräsidenten stellen kann. Aber egal. Und auch jetzt den Ministerpräsidenten im Amt, also Zeiger, wo wir das sind, ist jetzt aktuell nur einer, aber ich denke, dass wir in den nächsten Wahlen jetzt immer und immer mehr Ämter in den Kriegen. Wo wir froh sind, ist, dass der Super-GAU-Counter weiterhin auf 4 steht und nicht weiter hochgegangen sind, war. Genau, Herr Phoenix. Ja. Angela Reiter verlässt unsere Partei, die hat wohl keinen Bock mehr gehabt. Also, ne, Angela brauchen wir auch nicht. Wir holen uns später die Merkel und dann. Nee, die ist zu beliebt, dass wir sie jemals holen können. Ja, später dann, wenn wir dann. Ich glaube, die ist zu beliebt, dass wir sie jemals holen können. Vor allem ist sie dann längst tot, wahrscheinlich. Dann beleben wir die wieder. Merkel ist durch dort. Niedersachsen-Wahl stehen an. Gut. Da haben wir ja schon unseren Spitzenkandidaten. Ja. Den wie hier ist der Stefan Frank, ne? Ja, ja, Franke. Franke, genau. Ist nicht mit Anne Frank verwandt. Den dürfen wir auf gar keinen Fall in Bayern manchmal aufstellen, weil Bayern mögt Frank. Das ist dann positionieren wir uns so in Konflikt. Wir haben ein neues bestes Ergebnis gleich. Oh, und wir werden da wahrscheinlich nicht stärkste Kraft, aber. Na, guck mal, die Unterschiede sind gar nicht so groß. Das ist nicht mal 1%. Wie viele Wochen haben wir denn noch? 7 Wochen, dann Knallen wir doch mal rein. Machen jetzt mal alle Möglichkeiten. Wir ergreifen jede Möglichkeit, noch zu gewinnen. Michael Müller ist jetzt neuer Ernsthaft, wie häufig sterben denn hier die Bundeskanzler? Ich zeige euch mal die Liste der Ämter. 2018 bis 2029 und 2019 bis 2029. Hä? Warum regieren die so lange? Hä? Die regieren einfach immer noch, angeblich. Ja, gut. Vielleicht ist es ein Bug. Aber wir sehen es ja. 2023 bis 2029. Ja, jedenfalls waren die. Die war von 2018 bis 2019. Doch nicht für das Bundeskanzleramt. Die war 2018 bis 2019. Die war 2019 bis 2023 die Uschi. Dann 23 bis 29 Martin Schulz. Und seitdem wechselt das jährlich gefühlt. Sigmar Gabriel, Barbara Hendricks, jetzt Michael Müller. Eventuell bin ich da doch. Ist es ja nicht schon wieder Bundestagswahl? Nee, zwei Jahre. Ist bei Halbzeit. Der Herr Schaufel ist auch leider. Kannst du mir mal die Bilanz zeigen, wie wir Schuldenabbau aufbauen, wie das jetzt passiert ist? Haben wir jetzt mehr Schulden? Wir waren bei 2,6 irgendwas und jetzt haben wir 2,7. Oh Gott. Bei der FDP. Und der hat dann wieder der blöde Jan, der die Schulden abbauen, das sind alles die Deutschen immer, die Schulden von den Ausländern dann zahlen müssen. Nee, ich meine, wir sind dann die blöde Jan-Partei, die irgendwelche Sparaktionen macht und endlich hier Steuern. Und wir verlieren dann dafür die Wähler. Genau, so sieht's aus. So, das reicht dann erstmal. So, ich glaube, wir haben gute Chancen. Wünsche uns Glück. So, komm. Wir haben ein neues Porträt gleich, der Herr Frank. Mal schauen, ob wir die Bauernstrategie gut gefahren haben. BAM! 20%! Top! Die Wette gilt. Das ist wunderbar. Ein Rekordergebnis. Wir haben fast sogar die sonstigen getoppt. Aber auch nur fast. Aber auch nur fast. Wegen den Grünen unter anderem. Mit diesem Vorsprung können wir uns jetzt sogar müssen wir uns nicht aus den Prinzipien verraten. Wir können uns vielleicht sogar aussuchen, mit wem wir regieren. Guck mal, wie aber dann, dann könnte das Spiel abstürzen. Deswegen würde ich immer mehrere Optionen nehmen. Ja, klar. Aber das hatte ich schon häufig genug, dass das Spiel deswegen abgestürzt ist. So. Wir haben bald vielleicht mehr Ministerpräsidenten. Ja. So, dann nehmen wir jetzt mal den Herrn Franke F. Der war weiter unten. Sebastian Franke. Vielleicht habe ich den unter Sebi. Das kann auch sein. Fustler, Sonne. Oh, warte, stopp, da war. Ho. Da war Stefan Frank. Franke, da, oh. Stefan Franke. Ein Zug und ich hab ihn sogar so benannt, wie er heißt. Ja. War ich ja selten. Ja, wie sieht das aus wie Gaudern im Fund? Der ist, glaube ich, aus einem irischen Gesangsclub oder so, habe ich den geholt. Ah, okay. In die Politik.
In 35 Wochen ist Bayern, da machen wir schon mal so ein bisschen Teaser-Werbung. Bayern? Können wir da schon unseren Spitzenkandidaten abstellen? Nein, können wir nicht. Okay. Machen wir nur Teaser-Werbung. Okay. Und zwar über die Wahl hinaus, das klingt von. Ja, dann haben wir Chancen. So, wir verhandeln alles. Stopp, stopp, nein, nein, warte, lass mich. Doch, wir verhandeln alles, wir müssen Ministerpräsident. Ja, aber das erste nicht. Das erste nicht. Ja, aber das oder wie? Ja, das auch nicht. Wir machen, die schließen die FDP aus. Aber da haben wir fast keine Möglichkeiten mehr. Nein, wir schließen die FDP aus. Boah, gut, wenn wir jetzt nicht regieren, dann. Du bist schuld. Die ZP, SPD, Grüne. Das ist doch eine bessere Regierung. Ich hätte beinahe gesagt, wenn wir jetzt nicht regieren, dann drehe ich zurück, aber das kam sie nicht. NS, das ist... Das habe ich gerade auch gedacht. Naja. Ah ja, und der Herr Stehaffen. Der Stehaffen. Man sollte schreiben. Steh auf, Franke. Stefan Franke von der NS in Niedersachsen. Gut, dann. Lolita Speckschrank ist tot. Oh, der Herr von Stolben ist gestorben. So, guck mal. Erstes Mal haben wir jetzt zwei Wahlen hintereinander und in beiden haben wir dann jetzt in der Mitte. Ja, in Bayern schaffen wir das nicht, weil da wahrscheinlich die Freien Wähler Ergebnisse des Todes haben. Deswegen, na, natürlich kein Skandal. Können wir jetzt schon den Ministerpräsidenten für Bayern aufstellen? Ministerpräsident! John! Dann müssen wir, gucken wir mal, was wir da haben in der Liste. Gehen wir mal die Bilder durch. Das muss ja waschechter Bayer sein. Nee. Nee. Wir brauchen einen Kerl. Eine Frau können wir nicht nehmen. Nee. Ja, nee. Jo. Hans-Peter. Ja, wir gehen mal alle durch. Wir gehen mal alle durch. Das sieht gut aus. Nee. Nee, das sieht eher nach Barbie. Nee, nee. Nee, 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 nee. Gut, dann nehmen wir den ersten, den wir uns genommen haben. Ja, hier. Genau. Der Frau von der Britta. Der Mann von der Britta. Der Frau vor allem. Wie der sich definiert, ist mir wurscht. Der Frau. Der Frau ist aber auch irgendwie seltsam dann. So, wir müssen da so viel investieren. Geht nicht. Geht. Ja, aber. Wir haben keine 3,5 Millionen für eine Wahl. Ja, ich weiß. Irgendwo muss man dann auch den finanziellen Aspekt. Ach, der Herr Kretschmann. Kretschmann. Das ist ja schade. Jammer, schade. Jammer, schade. Genau. Jammer, 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 jammer. In der nächsten Woche machen wir dann auch Fernsehwerbung, ich verspreche es dir. Nein, machen wir nicht, weil wir nach Hessen müssen auch. Ach, verdammt. Hessen, das ist Annas Gebiet. Das ist Anastasias Gebiet. Die macht das. Ich hasse dich für Hessen. So. 23 Wochen. Die trinkt so viel Apfelwein, das. Appleboy. Appleboy. Die schaukelt dann auf ihrem Hochhaus in Frankfurt rum. Da wird die schon gewählt. Machen wir jetzt lieber, wir machen lieber Werbung in Bayern Fernsehen als in Hessen. Ja, genau. Bayern, das sind 6 Stimmen im Sicherheitsrat, wollte ich gerade sagen, im Bundesrat. Im DE-Sicherheitsrat. Der Herr Kolumbus, der Herr Büstron und der Herr Kretschmer. So, jetzt fangen wir an, in Hessen zu investieren. Guck dir Bayern an. Ja, aber guck mal, 11% ist doch gut. Plus 4% kriegen wir aber nur. Ja, ist aber trotzdem gut für Bayern. Für Bayern ist es gut. Aber was wir hier für Werbung machen. Ja, das ist ganz auch. Wir haben schon Fernsehwerbung in Hessen. Das stimmt doch gar nicht. Ach, jetzt haben wir versehentlich Fernsehwerbung in Hessen statt in Bayern gemacht. Oh Gott, du bist. Passiert schon mal. So, hat bestimmt Anastasia ein bisschen in den Nacken rumgepusht, dass das so ja, die Freien Wähler haben eine Falschgeldpresse. Oh, das ist... Das müssen böse. Wir abkopizieren. So. Oh, typisch Freie Wähler. Und werden wir vielleicht... Zweitstärkste! 14 plus 8. Prozent ist gut. Wir haben ein stärkeres Wachstum als die Freien Wähler. Das ist super. Wahrscheinlich durch die beiden. Das können wir als Wahlsieg verkaufen. Wollen wir mit den Freien Wählern koalieren oder wollen wir selbst eine Regierung aufbauen? Wir versuchen selbst, aber wir werden kein Juniorpartner unter den Freien Wählern. Das schadet uns auf lange Sicht. Saarland! Das ist das nötigste Bundesland der Welt. Wer sieht denn so nach. Moment, ich mache erstmal in Hessen jetzt die Werbung fertig. Wer könnte grenzwertig sein und Ostdeutschland eine Diktatur aufbauen? Was? Ja, Annegret ist grenzwertig und kommt aus dem Saarland und hier. Die hier! Ja. Nee, und ja, das sieht gut aus.
Wir könnten auch gerne den Sam Miller nehmen, aber der wird verdammt. Ja, ja, die Frau Selbert mit 81. Ja, die nehmen wir. Die nehmen wir. Die stirbt wahrscheinlich als Ministerpräsidentin und dann wird der Anastasia Phoenix die Ersatzministerpräsidentin, das sage ich dir. 24 Wochen. In Saarland ist die Werbung auch so günstig. Da wohnt halt niemand, ne, Krampus? Weißt du noch die Liste? Die Liste? Mhm. Die mit dunklem Hintergrund? Ich hab mir bei Philipp irgendwas mit die Liste notiert. Mhm. Doch, hier, guck. So ja, aber das... Oh, die Liste. Was war das? Ah, ich weiß welche Liste! Ah ja, ich weiß wieder. Nicht zu einem YouTube-Video. Ja, genau. So eine Liste. Machst du bitte den Aufnahmehintergrund wieder im Hintergrund? Weil sonst verwirrt mich das. Ich koordiniere nicht mit dem freien WLAN, aber wir machen das hier und das hier. Genau. DZP Grüne, jawohl! CSU, FDP, Hans-Peter Stockhäuser. Ich sag dir, die Taktik war gut. Einen Punkt kann ich mir auch noch leisten. Ich wette, die Freien Wähler werden sich gerade sowas von aufregen. Wir haben fast die Abbruch, die Mehrheit und die Regierung um uns herum! Das war, wir haben also quasi eine Regenbogenkoalition gemacht. Ah, Jonathan Eckinghaus, Stefan Franke und Hans-Peter Stockhäuser, unsere drei Ministerpräsidenten. Guck mal, seitdem Eckinghaus gewonnen hat, Ministerpräsident stellen wir jetzt bei jeder Menal haben. Und guck dir mal Hessen an, die Frau Phoenix kann vielleicht Frankes Rekord brechen. Was ist denn daran so schlimm? Nein, stopp, zurück, nimm dir aus die dritte. Ja, die dritte nicht mehr an, mach dir einen anderen. Gucken, soll die Ministerin werden oder wie? Nein, eben nicht, die soll ich ja. Aber ich habe keine Ministerpräsidentin von Hessen. Mach da rein. Marita. Marita. Gut. Mit der die Britta nehmen, aber die ist ja leider tot. Das wird jetzt zu gefährlich. Die Ausrede von ihr ist, ja, ich möchte kurz auf meine Tochter ist. Krank und sie ist jetzt im Abi und da möchte ich mich kurz für sie einsetzen und kann mit Ministerpräsidentin jetzt noch nicht am Zeitgleich. Ja, dann ist sie familienbewusst und deswegen wird sie dann irgendwann mal Familienministerin. Genau. Familienministerin. Ich würde ja eher sagen Umweltministerin oder nee, Landwirtschaftsministerin, die gibt es ja leider nicht im Spiel, aber wegen ihrer Weinkönigin-Karriere. Ja, Horst, nee. Der Horst verlässt die Union, wahrscheinlich für die AfD. Die möchte ja nicht zu Nestle. Mit lieber zu Atlas EOE. EOE. Was? Das, ich weiß nicht, wovon ich. Jawohl! Marita hast du super gemacht. Plus 14,4%. Die SPD. Das muss lustig sein. Warte mal, das muss lustig sein. Der ganze Wahlkampf von Isabel, von Anastasia gefühlt. Das ist immer noch. Und dann mal. Was machen wir da jetzt? Die SPD, scheiße, die SPD. Wen stellen wir da jetzt als Bild? Weil oh, guck dir die NLPD ein. Ja, aber der Wahlkampf war ja eigentlich von Anastasia geführt. Ja, dann machen die es zusammen. Genau. 23,06%. Hesse! So ist besser. Hessen! Ich mache einfach die Marita dahin. Ja, mach das. Eigenschaften? LMNJKLMN Marita. Eher so aus wie eine Umweltministerin. Nein! Was ist die? Die ist schon länger keine Ministerin mehr gewesen, aber ich glaube, die war in Merkelistan zuletzt, war die Imperatorin, glaube ich. Wir reden ja aber von Deutschland, nicht mehr von Merkelistan. Ja, aber sehr. Zoxen? Die Frau Blum. Nee, das mach ich, das entscheide ich. So, geh weg. Durch. Aber du wirst dann Ministerpräsident da. Nein, ich will ja dort in Sachsen, ich meine, ich geh auf die Bilder, ich weiß, wen ich da nehme. Nein, nicht. Ich muss da einfach Rauten von mir nehmen. Runter, langsam aber, langsam. Nee, nicht so schnell. Der hier? Nee. Die hier? Ja. Yeah. Die Ute. Die nehmen wir. Wird das erste Ministerpräsidentin von Sachsen. Die wohnt in
Im Freitag. Was? Die wohnt in so einem. Wo könnten die wohnen? So ein Zwickau, Aue. Die kommt aus Aue. Mach mal so. Aus dem Ort, wo auch eine Birne herkommt? Aus Zwickau. Sie kommt aus Zwickau. Nee, ich meine, wir brauchen einen Ort, weil. Damit es nicht so um Städte kann. Tut mir leid, aber wir müssen Marita pushen. Wir machen alles. Marita muss Ministerpräsidentin werden. Wir müssen uns gegen die feindliche Macht durchsetzen. Schade. Wenke Trollfuß. Ich hätte lieber Marita von Stolm gehabt als Wenke Trollfuß. In Saarland! Hui! Oh, das sieht doch gut aus. Aber die MLPD, die macht mir Angst! Oh. Was macht die? Wie schafft man das? Nächstes Jahr sind Bundestagswahlen. Ja. Oh. Ganz. Sibi! Dab! Kann man es nicht leisten. Wir müssen in Sachsen irgend versuchen, alles werbungsmäßig hinzukriegen. Was ist das? Ah, senken? Machen wir nicht mehr. Nee. Nee. Wir sagen dann aber mal, vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge geben wir unsere Abstimmung dann ab. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Und tschüss.